Ja, guten Abend Köln. Ich freue mich, ich komme aus dem südlichen Rheinland, also das Rheinland bei den Schwaben unten. Und schön mal im echten Rheinland zu sein. Ja, meine Forschungsthemen beschäftigen sich mit Naturkatastrophen. Und was sind Naturkatastrophen? Nun, da zählen zumindest für mich Erdbeben, Tsunamis, Erdrutsche, Vulkane, Hurricanes und auch andere Dinge mit rein. Und ja, mein Herzensthema, zumindest im Rahmen der Doktorarbeit, sind Tsunamis. Naja, nach dem letzten Sommer sind uns wahrscheinlich diese Bilder noch irgendwo im Gedächtnis geblieben. Das ist die Insel St. Martin, nachdem der Hurricane Irma drüber gezogen ist. Und ja, der Sommer war ziemlich verheerend. Wir hatten insgesamt 5 gewaltige Hurricanes, die die Karibik regelrecht verwüstet haben. Aber Hurricanes sind unter fachlicher Meinung eine relativ dankbare Katastrophe, weil die kündigen sich an. Wir haben ein paar Tage Vorlaufzeit, bis sie wirklich auf eine Insel drauftreffen. Man kann evakuieren, man kann seine Fenster vernageln, man kann ja noch eine Versicherung abschließen zum Beispiel. Also man kann sich zumindest in gewissem Grad noch darauf vorbereiten. Nun, wenn ein Tsunami die Küste trifft, es sieht ähnlich aus, nur ist dann noch mehr weggerissen, ja, dann haben wir weniger Vorlaufzeit. Beim großen Tsunami in Indonesien im Jahr 2004 war die Welle in der Regel innerhalb von weniger als einer Stunde an den meisten Küsten. Und die meisten Leute wussten auch gar nicht, wie sie sich verhalten sollen. Als die Welle, also als das Meer sich zurückgezogen hat, war die erste Reaktion, ach cool, ich kann Muscheln sammeln gehen. Und ja, das war leider sehr traurig am Ende, denn die meisten Küstenabschnitte sahen dann so aus. Nun, gewissermaßen sind Tsunamis eine vergessene Katastrophe. Und da wird es einer denken, wie vergessen, wir hatten doch erst welche. Ja, letzte Jahrzehnt war relativ üppig gefüllt. Wir hatten, wie gesagt, den großen Tsunami 2004, 2011, noch einen großen in Japan. Und Chile wollte es gleich zweimal wissen in den Jahren. Und ja, davor war es aber praktisch vergessen. Denn die letzten großen Tsunamis, die sind über 50 Jahre her. Und wir wissen aus der Politik, innerhalb von ein paar Jahrzehnten kann man einiges vergessen. Und wenn wir zurück in unsere Heimat schauen, dann stellen wir fest, dass Jahrzehnte für Tsunamis zumindest praktisch nichts sind. Die Erdbeben, die da zugrunde liegen, die brauchen teilweise viele hundert, wenn nicht sogar tausend Jahre, bis sie wieder auftreten. So wissen wir beispielsweise von einem großen Tsunami in den USA im Jahre 1700. Wir wissen von 1755 vor der Küste von Portugal oder vor fast 2000 Jahren in Kreta. Schön, war ich letztes Jahr im Urlaub. Toll. Ja, und deswegen auch meine Doktorarbeit, wo es darum geht, das Risiko von Tsunamis zu verstehen und zu berechnen. Und um Tsunamis zu verstehen, da braucht man grob mal 4 Schritte. Wir müssen die Quelle verstehen, die Wahrscheinlichkeit, wie sich die Welle dann ausbreitet und wie es am Ende zum Schaden kommt. Und was sind denn eigentlich diese Tsunami-Quellen? Woher kommen die eigentlich? Nun, am häufigsten, und das ist auch mein Fokusthema, das ist natürlich Erdbeben. Wenn sich der Meeresgrund durch das Erdbeben verschiebt, kommt die Welle. Aber auch ein Vulkan, wenn der ausbricht, wenn er zusammenfällt, kann das eine Tsunami-Welle auslösen, die zusammen können und Umständen dann auch einen Erdrutsch auslösen. Hurricanes kann man auch im weitesten Sinne mit reinzählen. Und bei Pech haben, fällt uns irgendwas auf den Kopf und vereinsamt irgendwelche Dinosaurier. Und wenn es dann um die Wahrscheinlichkeit, wie häufig und wie groß der Tsunami wird, ist die Frage, wie groß ist das Erdbeben dahinter? Und da kennen wir alle dieses Begriff der Richtermagnitude. Dass dieser Begriff eigentlich fachlich total falsch ist und wir jetzt einfach nur mit der Magnitude ab sofort sprechen, das ist einmal nicht so wichtig. Nun, wenn wir von Magnitude 2 und 1 reden, dann heißt das Magnitude 2 nicht doppelt so groß ist wie Magnitude 1. Denn jeder Schritt in der Magnitude ist ein Faktor 32. Und von einer Magnitude auf 2 höher, das ist schon etwa ein Faktor 1000. Um es mal grob darzustellen, stellt euch vor, Magnitude 1, das ist ein Apfel, hat etwa 70 Kalorien. Dann wäre Magnitude 2, 2,5 Pizzen. Und Magnitude 3, das wären 500 Big Macs, 1024 Chicken McNuggets und ein Beilagensalat. Wenn wir diese Kalorien, dieser Energiegehalt nochmal 2500 nehmen, haben wir tatsächlich den Energiegehalt der Erdbeben. Umgerechnet, ein Erdbeben der Magnitude 3, was etwa so viel Energie wie 226 Äpfel hat, oder eine handelsübliche Handgranate, kennt ja jeder.
Die ereignen sich in Deutschland oder zumindest im südwestdeutschen Raum beinahe täglich. Alles, was über 0,3 ist, so Magnitude 3, haben wir ja eine Handvoll pro Jahr. Also die sind relativ üblich auch bei uns. Und alle paar Jahrzehnte kommen auch mal größere Ereignisse, beispielsweise Magnitude 5,6. Das ist so das, was wir als groß in Deutschland verstehen würden. Und das ist auch die Größenordnung, wo der kleine Dicke in Nordkorea gerne mitspielen würde. Und um das mal in Äpfeln zu veranschaulichen, das wären 1,4 mal 10 hoch 10 Äpfeln. Würden wir diese Äpfel gleichmäßig auf der kompletten Fläche von Köln verteilen, dann würden die mir hier stehen. Das heißt, wir können auf der kompletten Fläche von Köln Äpfel 1,40 Meter hoch stapeln. Und wir hätten ja, jede Menge davon. Nun, was haben wir davon bisher erlebt? 1978 in Deutschland, in der Schwäbischen Alb, haben wir so ein Erdbeben erlebt. Oder 1728 in meiner Heimatstadt in Rastatt. Nun, was macht man 1728, um sich vor Erdbeben zu schützen? Es hat damals ziemlich viele Schäden verursacht. Nun, ganz einfach, man baut einen Brunnen. Und der Brunnen ist für einen Heiligen geweiht, der seitdem die Stadt vor Erdbeben beschützt. Und seitdem haben wir auch keins mehr dort gesehen. Scheint wohl zu wirken. Wenn wir dann noch eine Größenordnung großgehen, Magnitude 9,2, das sind diese Mega-Erdbeben, die auch diese gewaltigen Tsunamis auslösen. Damit könnten wir die komplette Fläche von Deutschland mit Äpfeln bedecken. Und zwar etwa dreimal so hoch wie der Kölner Dom. Das wäre der Energiegehalt dieses Erdbebens. Und wenn sowas dann auftritt, sieht die Landschaft in der Regel so aus, gänzlich verwüstet und Tsunamiwellen, die unter Umständen auch 30, 40 Meter Höhe an der Küste erreichen können. Nun, rein historisch gesehen decken wir bisher einen relativ kleinen Bereich der Geschichte ab, aber wir haben in vielen Bereichen der Welt, in Chile, in Indonesien oder Japan schon so große Erdbeben gesehen, aber noch nicht überall. Und wenn wir das dann als Modell in der wissenschaftlichen Arbeit betrachten, sehen wir, dass faktisch überall, sowohl in Griechenland, aber auch Mittelamerika und der Karibik, so gewaltige Erdbeben auftreten können, die auch gewaltige Tsunamis auslösen können. Aber, das sieht man jetzt hier, da wo es so ein bisschen bläulich ist, da dauert das ziemlich lange. Im Mittelmeerraum sind circa alle 1000 Jahre, der letzte war 1303, also haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber was heißt das, alle 1000 Jahre, ein großes Ding? Nun, betrachten wir uns mal einen Tag im Leben und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sich irgendwas einzufangen. Beispielsweise an einem Tag im Leben die Syphilis zu kriegen oder der FDP beizutreten. Was denken Sie, was ist wahrscheinlicher? Tja, tatsächlich, es ist etwa achtmal so wahrscheinlich, dass Sie die Syphilis kriegen in Deutschland, als dass Sie im Jahr 2016 der FDP beigetreten sind. Ja. Würden Sie diesen Tag am Strand in Kreta verbringen, haben Sie dafür in derselben Wahrscheinlichkeit 10 Tsunamis erlebt. Und in Mexiko nochmal 10 mehr. Aber sie hatten auch schon 5 Autounfälle in der Zeit. Und wer heutzutage noch Lotto spielt, also ich weiß nicht, das lohnt sich einfach nicht mehr. Naja, wer letzten Endes, wenn man so einen Tsunami erlebt, dann sieht das erstmal so aus. Das ist jetzt nicht die Tsunami-Welle, sondern das ist ein Kanal in Mexiko-Stadt, der hin und her bewegt wird durch die Bodenbewegung. Das ist das Erdbeben, das ist die Verschiebung des Bodens und das schaukelt sich schön auf. Und wenn es sich um Gebäude handelt, dann sieht man auch, das wackelt da oben hin und her. Und wenn es halt scheiße gebaut ist, dann fällt es zusammen. Und dann hat man ja unter Umständen Pech gehabt. Wenn ein Tsunami auftritt, das ist jetzt die Japan, die gesamte Küste in etwa die Größe des Bruches, was das Erdbeben 2011 hatte. Etwa 550 Kilometer lang. Das ist die Strecke von hier nach Hamburg, was sich da bewegt hat. Teilweise um bis zu 60 Meter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Na, das sieht in meiner Animation ein bisschen abstrakt aus, aber wenn die Welle wirklich auf die Küste trifft, dann sieht das so aus. Das ist nicht ein riesen Berg an Wasser, sondern das ist in Schüben, schiebt sich das immer weiter rein. Dieser rote Pfosten hat etwa 8 Meter Höhe und dieses Fischerboot hat es glücklicherweise überstanden. Nachdem die Welle dann da war, dann kommt das Problem, was wir alle kennen. Die Parkplatzsituation ist beschämt. Unter Umständen vermischen sich da auch die Verkehrsmittel und manche wissen gar nicht mehr, wo sie eigentlich parken sollen. Und ich kann nur empfehlen, wenn ihr in der Region seid, am Urlaub oder so, und es kommt eine Tsunamiwelle, begegt euch nach oben, denn unten kann es unter Umständen sehr, sehr gefährlich werden. Es ist auch wichtig, aus was das Haus besteht. Man hat immer gesagt, Allah hat diese Moschee beschützt. Allah hat wahrscheinlich dem Bauingenieur gnädig gedankt, dass er das Ding aus Beton gebaut hat und der Rest war aus Holz.
Naja, aber man kann es auch beschützen. Man kann in der Regel, die meisten Tsunamis können durch normale Küstenschutzeinrichtungen schon abgehalten werden. Und im Zweifelsfall baut man halt eine Mauer, dem da wird es gefallen. Oder im schönsten Fall, man kann auch einen Wald an die Küste pflanzen. Das kann unter Umständen auch schon einen Großteil der Welle aufhalten. Wenn man jede Menge Geld hat, kann man auch eine technische Vorrichtung hinsetzen. Und natürlich sich nach oben evakuieren. Und im Zweifelsfall, wenn Alex alles nicht mehr hilft, packt eure Lieben und lauft weg. Dankeschön. Das war für euch aus Karlsruhe euer Erdbeben- und Tsunami-Experte Andreas Schäfer.